Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder dringend notwendig, sich zu Wort zu melden, denn wie ich gerade vor wenigen Stunden erfahren habe, wurde Frau Glasfeld von der Linken zur Präsidentenkandidatin gekürt. Nach ebenfalls im Gespräch war Butterwege. Und Luc Jochimsen. Und nun hat sich die Partei angeblich einstimmig, über Enthaltungen wurde nichts gesagt, also ohne Gegenstimmen, für Frau Glasfeld ausgesprochen, was natürlich ein herber Rückschlag für die Friedensposition der Linken ist. Denn die Frau Glasfeld, eine bekannte Nazijägerin, was ja auch hoch anzurechnen ist, will also nicht so wirklich ins friedenspolitische Bild einer linken Partei passen. Immerhin gehört sie zu den Unterstützern einer kriegsvorbereitenden Propaganda-Operation, die sich Stop the Bomb-Kampagne nennt, wo einseitig nicht vorhandene iranische Atomwaffen angeprangert werden, während vorhandene und bereits im Krieg eingesetzte amerikanische Atombomben keinerlei Verwendung finden. Also ganz klare Manipulation. Die Frau Glasfeld ist auch Trägerin diverser Auszeichnungen des französischen Imperialismus, der gerade 160.000 Libyer mit ermordet hat. Natürlich geht es auch um die Auszeichnung dieser Medaille der Fremdenlegion, der französischen. Also wahre Friedensfreunde. Die Frau Glasfeld hat darüber hinaus erklärt, dass wer mit dem iranischen Regime handelt, angeblich die zukünftigen Mörder der Juden unterstützen würde. Sie macht sich damit zum Lautsprecher der zionistischen Propaganda und die Linke stellt sie einstimmig auf. Ein klarer Verrat an Friedenspositionen. Also, wenn die Linke überhaupt so wenig Fantasie hat, dass ja nur Frau Glasfeld, Genossin Luc Jochimsen und dieser Herr Butterwege, Professor Butterwege einfällt, dann ist es ohnehin ein bisschen traurig. Diese Leute haben immer noch nichts gelernt. Immer noch machen sie Politik der 50er Jahre. Da macht die Generation Fernsehen, macht Politik für die Generation Fernsehen. Auf die Webgemeinde wird geschissen. Die Positionen in der Wahlkampfzentrale, die für Web zuständig sind, werden an antideutsche Agenten vergeben, die die gesamten Auftritte sabotieren und zerstören. Die Kampagne um Georg Schramm hat gezeigt, dass das Volk überhaupt nicht politikmüde ist und dass die Linke völlig verlernt hat. Diese Stimmen, die Linke ist eigentlich zustande gekommen, weil sie die Stimmen des Volkes aufnimmt, weil sie jenseits von irgendwelchen alten linken sektiererischen Tendenzen den Willen des Volkes artikulieren kann. Ja? Aber mit dem jetzigen Führungspersonal ist anscheinend nichts mehr zu machen. Also, man muss sich vorstellen, dass innerhalb von wenigen Tagen es die geschafft haben, der Initiator der Petition an den Parteivorstand von Die Linke, über 1500 Unterschriften aus der Wählerschaft und der Mitgliedschaft der Linken zu organisieren. Schade, dass Georg Schramm abgesagt hat. Auch schade, dass Herr Butterwege abgesagt hat. Aber dass man zum Beispiel mal daraus lernt und im Netz horcht. Ja, viele haben sich für Heiner Geißler ausgesprochen. Die Linke hätte mit der Aufstellung von Heiner Geißler zum Beispiel der CDU einen massiven Schlag versetzen können. Ja. Und auch der SPD. Auch da wären viele
mit sozialem Restgewissen eventuell übergewechselt, vor allem aus dem Bereich der Wahlmänner, die von den Ländern kommen. Also Künstler, Intellektuelle vor allem. Das Ganze ist eine insgesamt sehr unschöne Tendenz, eine schädliche Tendenz. Ich habe gehört, dass alle möglichen Universitätsmitarbeiter und Lehrkörper und was weiß ich alles begeistert sein sollen von dieser Glasfeld-Idee. Ja? Und bloß das ist überhaupt nicht unsere Klientel. Ja? Unsere stärkste Klientel sind immer noch Arbeitslose. Ja? Unter den Arbeitslosen ist die Linke die stärkste aller Parteien. Stattdessen wird auf diese bourgeoise Bildungsbürgermittelschicht eingegangen. Bourgeoise Bildungsbürger, die uns ansonsten nicht mit der Kneifzange anfassen. Und deren Lob soll jetzt auf einmal was wert sein? Also bei uns in der Arge hätte ich, was weiß ich, innerhalb von wenigen Stunden eine bessere Kandidatin gefunden. Die hätten wir ein bisschen promotet, dann hätte ich es gesehen, die Linke stellt Hartz-IV-Empfänger auf. Was hätte das bewegt? Ja, das hätte gezeigt, dass wir verbunden sind. Aber so zeigt die Linke nur, dass sie sich für den Pöbel überhaupt nicht interessiert. Die Menschen heutzutage, die Hartz-IV-Empfänger, das Drittel der Lohnabhängigen, die von weniger als 1700 Euro im Monat leben, diese Leute, Entschuldigung, Viertel, ein Drittel sind weniger als 1200. Quatsch, ein Drittel sind weniger, nee, schon richtig, Entschuldigung, bin etwas durcheinander gekommen. Also, dieses Drittel, das weniger als 1700 Euro hat, die Hartz-IV-Empfänger, die armen Rentner, die Jugendlichen, dafür hätten wir etwas finden müssen. Ja? Anstattdessen laufen wir irgendwelchen Regimebütteln hinterher. Es geht nicht darum, Wahlmänner von der Union oder von der SPD oder den Grünen, um Gottes Willen, ja, die Grünen zu akquirieren für uns. Es geht darum, diesen Präsidentenwahlkampf für den Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, ja, zu nutzen. Anstattdessen ist es billige Parteitaktiererei wie von allen anderen. Wir unterscheiden uns kein bisschen mehr von den anderen. Es ist ein windiges Rumtaktieren mit irgendwelchen Leuten, die vor 50 Jahren mal was Gutes gemacht haben. Ja, den Kiesinger Ohrfeigen, eine ganz tolle Sache, Frau Glasfeld. Wir brauchen aber heute brauchen wir jemanden, der Merkel ohrfeigt. Wir bräuchten eine Kandidatin, die Merkel ohrfeigt und die Sarkozy ohrfeigt und sich nicht von ihm auszeichnen und loben lässt, von einem Massenmörder, von einem imperialistischen Kriegsverbrecher. Leute, wenn die Linke diesen Kurs weitergeht und diese Methoden des Ausschlusses der Basis und vor allem der Wählerschaft, was noch viel wichtiger als die Mitgliedschaftsbasis, sind die Wähler. Und unsere Wähler sind nicht irgendwelche Universitätsangestellten. Unsere Wähler sind Arbeitslose, Arbeiter. Und die verlieren wir gerade. Durch zögerliche Politik, durch Feigheit und durch Leute, die von außen, die für die Presse von innen nach außen mit der Presse zusammenarbeiten, um der Partei zu schaden und ständig Diskussionen hineintragen. Und ich meine da eine ganz gewisse Strömung, die sich immer ganz besonders hervortut in diesem Bereich. Wir brauchen klare Kante gegen Krieg. Die Nazis hasst doch je schon jener, diese paar bekloppten, besoffenen Vollidioten und die vom Geheimdienst aufgebauten NPD und Nazi-Terrorschergen von der NSU. Diese Leute sind doch völlig, werden doch eh schon gehasst. Ihr rennt offene Türen ein, Leute. Ihr rennt offene Türen ein mit dieser Kandidatin. Wir brauchen aber jemanden, der die geschlossenen Türen einrennt.
die jetzigen Eliten ohrfeigt und die jetzigen Kriegsverbrecher jagt. Die Nazis von damals sind größtenteils schon lange tot. In welcher Realität lebt ihr eigentlich? Glaubt ihr wirklich, es interessiert jemanden, wenn die Frau Glasfeld irgendwann mal den Herrn Kiesinger geohrfeigt hat? Wenn jetzt eine linke Kandidatin die Merkel ohrfeigen würde, das gäbe Punkte. Manchmal frage ich mich echt, ob große Teile der Partei überhaupt noch mit der Realität auf der Straße zu tun haben, außer dass sie ab und zu mal mit roten Fähnchen demonstrieren gehen. Was ist mit dem Kampf gegen Hartz IV? Hartz IV gibt es immer noch. Und die Partei ist zu feige, sich zum bedingungslosen Grundeinkommen zu bekennen, obwohl die Piraten damit ganz groß punkten, unter anderem in Berlin. Die Besitzstandswahrer, die sich selbst so wichtig nehmen, die in den Gewerkschaftsführungen das Sagen haben, die wollen das bedingungslose Grundeinkommen verhindern, ja? Weil damit ein wichtiger Teil ihrer Daseinsberechtigung wegfällt. Denn als angreifende, kämpferische Organisation der Arbeiterschaft taugen diese DGB-Gewerkschaften doch eh nicht. Ja? Und dann diese Anbiederung an Rot-Grün, damit man da ein paar Wahlmänner gewinnt. Ja, bitte euch, ja. Rot-Grün hat diese ganzen Kriege verursacht. Rot-Grün hat die Hartz-Gesetze gemacht. Rot-Grün hat Riester, Rürup etc. pp. Gemacht. Und der DGB hat das Ganze mitgeholfen umzusetzen. Es gab keinerlei Widerstand gegen die gesamten Gesundheitsreformen, diese Konterreformen, diese Hartz-Gesetze und diese 1-Euro-Zwangsarbeitsgesetze, mit der Rot-Grün quasi den Reichsarbeitsdienst wieder eingeführt hat. Ich mache mir Sorgen um diese Partei. Es gibt nämlich sonst nichts. Es gibt keine Organisation, die auch nur annähernd diese Massenverbreitung hat. Und wo, ja, für viele westliche Bundesländer und auch für viele ostdeutsche Bundesländer ist die Linke die einzige Möglichkeit, sich links zu organisieren. Es sei denn, man gründet irgendwelche kleinen Gruppen, die gesellschaftlich irrelevant bleiben. Oder wie die DKP seit 40 Jahren auf dem 0,1%-Niveau verharren bei Wahlen. Ja. Und das dann damit begründen, dass Wahlen ja gar nicht so wichtig wären. Ihr eigenes Versagen also auch noch schönreden. Nein, Leute. Wenn diese Entwicklung der Partei so weitergeht, dann wird sie bald für große Teile unserer jetzigen Wählerschaft nutzlos. Und wir merken das schon. In Berlin, in den Umfragen, 6-8%, ab und zu mal ein Ausschlag nach oben, nach unten. Aber an die 12% kommen wir nicht mehr ran, dort wo die Leute Hoffnung in unsere Partei gesetzt haben. Dieses Hinterherlaufen hinter dem bürgerlichen Medien, sich quasi von den Medien, und ich denke mir, da haben wieder Leute mit den Medien zusammen eine Kampagne für Glasfeld im Vorfeld gemacht. Und die gesamte Partei ist darauf reingefallen, aus der Angst vor der Einheit. Aber Leute, Klarheit vor Einheit, wenn du nicht weißt, wofür du kämpfen willst, dann brauchst du auch nicht nach Freunden suchen, mit denen du kämpfen kannst. Ich hoffe, das wird sich nochmal ändern. Und das ist ein Symptom. Ein anderes Symptom ist die völlige Unfähigkeit, die syrische Lage zu analysieren. Ja, in Syrien befindet sich unter imperialistischem Angriff. Da ist kein Aufstand. Heute ist mit 89,4% vom syrischen Volk die neue Verfassung angenommen worden, wo die Vorherrschaft der Baath-Partei, die wie in der DDR der SED, ja, dort festgeschrieben war, aufgehoben wird. Und stattdessen wird weiter, sogar bis in die junge Welt hinein, PR gemacht für
die syrische Rattenopposition. Während das syrische Volk ganz klar macht, dass es Frieden im eigenen Land will, dass es keinen Sturz von Bashar al-Assad will und dass es diese neue Verfassung haben will, bläst das katarische Schweinehaus, Herrscherhaus, zum bewaffneten Kampf gegen Assad. Die wollen Waffen liefern. Die Bundeswehr ist mit Kriegsschiffen im syrischen Gewässer und die Linke schweigt. Unsere Soldaten sind im Kriegsgebiet, um auf der Seite einer Partei einzugreifen. Und die Linke schweigt. Stattdessen wird die syrische Opposition hofiert, die vom CIA hochgerüstet wird, werden gefeiert und die Linke, nicht in meinem Namen, in meinem Namen keine Unterstützung dieser syrischen Ratten. In der nächsten Zeit wird sich zeigen, ob die Linke noch eine Nützlichkeit für ihre Wählerschaft hat oder ob sie wie einkassiert wird, wie die Grünen und die SPD. Nur, es braucht gar keine Linke dann. Niemand wird sie dann mehr wählen. Die Linke wird zusammensacken auf eine ostdeutsche Regionalpartei. Eine ostdeutsche Regionalpartei mit netten Landesministern. Ich kann mir das gut vorstellen. Sie wollen zurück zur PDS. Die wollen keine kämpferische Partei für die Mehrheit des Volkes. So, dem Ärger etwas Luft gemacht. Und ich hoffe, dass wir das Ding nochmal rumreißen können. Ansonsten sieht es zappenduster aus auf Jahrzehnte für eine Linke. Eine richtige linke Massenpartei, die sich nicht nur so nennt. Bis zum nächsten Mal. Alle Macht dem Volke.